Na gut, dann versuche ich mal mein Glück durch die Wüste von Suhala. Das Gute an dieser Wüste ist nur, hier können wir nicht durch die Hitze Schaden erleiden wie in der letzten Wüste. Die ist nicht ganz so krass. Dafür gibt es hier aber Wirbelstürme. Beziehungsweise Sandstürme. Ein Sandsturm. Wenn wir in einen hineingeraten, haben wir ein Problem. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Warum gibt es so viele? Wenn wir hier nicht vorbeikommen, gelangen wir nie zu Barbys Leuchtturm. Wenn wir dieser Wüste entkommen wollen, müssen wir vorsichtig voranschreiten. Okay, aber wie wurde uns gesagt? Mit Wasser haben die das bekämpft? Dann lassen wir einen Regenschauer mal herabprasseln. Scheint aber nicht zu funktionieren. Ich war wohl nicht nah genug dran. Nochmal? Nee, klappt nicht. Gut, dann lassen wir uns erstmal ein bisschen durchkreiseln. Und tschüss. Na, schon bin ich wieder zurück. Toll. Das war ein kurzer Abstecher in der Wüste. Dann klappt das doch nicht mit dem Wasser. Ich glaube, das muss ich dann machen, wenn ich direkt drin bin, ne? Ja, das sieht besser aus. Oh, da hat sich eine Tornado-Echse eingefangen. Na toll. Das hat mir gerade noch gefehlt, dass einfach mein Monster in diesem Tornado drin ist. Egal. Friere! Okay. Das tut ein bisschen weh. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, dass ich den jetzt schon platt kriege, oder? Nee. Geflattert. Hauptsache Mia wird nicht getroffen. So, einmal Wunsch. Hoffentlich bin ich schnell genug. Nein. Achso, magischer Mantel. Ja, das ist in Ordnung. Wir machen eh gerade physische Angriffe. Da habe ich schon das Richtige gemacht. Na, warum immer auf Mia? Dann kann sie ja nochmal Wunsch einsetzen. Und das war's mit ihm. Und wenn es noch mehr von diesen Viechern gibt, dann wird's leicht nervig. Machen wir das andersrum. So. Gut, jetzt kann mir der Wirbelsturm gar nichts mehr, aber ich will nochmal nach da oben gucken. Jetzt weiß ich ja, wie das mit den Tornados funktioniert. Nee, euch will ich gerade noch nicht bekämpfen. Scheiße. Das mit Mia sieht gerade ganz schlecht aus. Und deswegen wäre die Flucht gerade ganz praktisch. Wo hat sie den Schaden denn so heftig erhalten noch? Ich muss tiefes Gebet machen. Egal. Okay, alle sind wieder frisch. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Zeit für einen Regenschauer. Und das nächste Monster. So, aber weißt du was? Jetzt machen wir einen ganz kurzen Prozess mit dir. Schauen wir mal, wie dir das schmeckt. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, dann ist das schon platt. Vielleicht reichen sogar alle Beschwörungen. Ja, es reichen sogar schon zwei. Okay, wofür habe ich das jetzt gemacht? Für ein Virtuo-Armreif. Ist schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. Wer kann das denn eigentlich gut gebrauchen? Gibt schon mal 10 Verteidigung. Na? Moment. Geben. Achso, das können nur Ivan oder Mia tragen. Ja gut, dann belasse ich es bei Mia. Jo. Ist eigentlich nicht verkehrt. Gerade weil sie das auch gut gebrauchen kann. Oh, ein Steinsoldat. Das ist alles, was sich mir hier entgegenstellt.
Und weg ist er. Okay, gehen wir mal kreuz und quer. Haben wir ja viele offene Wege. Todesgefahr. Ja, das war schnell. Alles klar, drei Wege habe ich jetzt. Hier ist eine Truhe. Der sieht reizvoll aus, der Weg. Die Gins kann ich auch wieder entsprechend auf Standby setzen. Dann kriegen wir die wenigstens schon mal platt. So. Machen wir den Weg frei für die Schatztruhe. Feuer frei. Oh, Garrett sollte ich aber gleich nochmal heilen. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Der hat doch schon ziemlich wenig HP gerade. So, einer von den Kreaturen weniger. Und natürlich schlägt wieder ein Mimik zu. Sabzi, es reicht. Jetzt muss ich mich wirklich gleich um Garrett kümmern. Habe ich noch irgendwie Heilgegenstände? Ich habe noch ein paar Nüsse. Das ist eigentlich auch schon fast zu schade. Wobei, komm. Kriegt Garrett die. Und dann wird es noch Zeit für Boreas. Fluch? Oh oh. Jetzt wird Mia auch noch verflucht. Dann müssen wir diese Truhe jetzt schnellstmöglich beseitigen. Brenne! So, noch ein Eissturm von Boreas. Ne, davon lässt du dich noch nicht beeindrucken. Okay, greifen wir nochmal an. Viele dürfte er nicht mehr haben. Meine PP! So, geht doch. Und dafür kriegen wir Lebenswasser, also war eigentlich gar nicht schlecht die Ausbeute. Und hier laufe ich nur im Kreis, dann lasse ich das Vieh da, wo es ist. Das ist nicht wert. Ein Magikor diesmal. Aus einem Manticore wird ein Magikore. Einfach mal weiterentwickelt. Aber ich denke mal, so stark wie der Manticore ist er definitiv nicht. Ich bekomme einen Aura-Handschuh, okay. Was ich wegwerfen will. Ich habe noch so ein paar unnötige Rauchbomben und so. Die können eigentlich weg. Ja, weg damit. Dann gucke ich mir das gerade mal kurz an. Gibt auf jeden Fall 6 Verteidigungen mehr. Das könnte ich auch Eva noch geben. Ja. Tauschen wir es mit dem Apfel. So, perfekt. Ist er wenigstens auch wieder ausgestattet. Ich merke gerade, ich sollte mich nochmal vorbereiten. Dann sind diese Mistviecher keine große Problematik. Okay, Zeit für einen Regenschauer. Wunderbar, jetzt bist du auch dran. Ist die Macht der Beschwörung. Und weg ist er. Der Weg ist jetzt auch frei. Die Wüste zieht sich aber auch noch recht lang. Und man muss ja auch bedenken, es ist eine Wüste halt, ne? Wäre ja schön, wenn die einfach mal mit ein paar Metern schon abgeschlossen wäre. Also man nicht so eine weitläufige Wüste hätte, aber es wäre dann ja auch keine Wüste. Das wäre ja sonst viel zu einfach. Oh, scheiße.
Jetzt kann ich mit Isaac auf jeden Fall keine Magie mehr einsetzen. Mal gucken, ob das reicht. Ein Flügelschlag. Nova auch noch. Na komm. Yay! Alle besiegt. Dann kann ich ja erstmal wieder einen Wunsch äußern oder ich mache Gebet. Gut, alle sind wieder fit. Jetzt gibt es hier zwei Wege wieder. Wie sieht es mit den Djinns aus? Kann ich wieder ein Standby versetzen? Also kann ich mich problemlos um diese zwei Sandwirbelmonster kümmern. Ah, halt. Ich sollte mich beeilen, sonst bin ich gleich wieder weg. Das wäre dann sehr ärgerlich, wieder außerhalb der Wüste zu sein. Gut, dann Zeit für Beschwörungen. Greift sie an. Beziehungsweise ihn. Er ist ja nur allein. Und er hat gar keine Chance. Auch wenn er mir einen Kratzer gibt. Egal. Das macht uns nichts. So. Wie sieht es hier drüben aus? Hier ist eine Truhe, die will ich haben. Deswegen gib mir alles, was da drin ist. So. Du bist jetzt der Nächste, der dran glauben muss. Okay, Attacke. Zeit für den Meteor. Ja, friss ihn. Und zu guter Letzt einmal noch einfrieren. Von Hitze auf Kälte, passt doch. Hat dieses Echsen viel verdient. So, was haben wir hier? Ein Keks. Einfach mal ein Keks. Okay, ich brauche erstmal meine Djinns, wobei ich wollte sowieso erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, ein Magikor. Na toll. Weg mit diesem Mistvieh. Ist hier eine Sackgasse oder geht's hier weiter? Sieht so aus, als laufe ich hier im Kreis. Steinsoldat muss weg, auf jeden Fall. Jetzt müsste ich auch theoretisch wieder Wunsch einsetzen können. Jo, Wunschquelle sogar diesmal. Füllt 160 KP für jeden auf, seht ihr? Genau das wollte ich haben. Warum nicht gleich so? Hier geht's aber weiter. Ich gehe nochmal zurück. Wobei, wartet. Ich will mich nur vergewissern. Da ist ein rosaner Tornado. Okay, mach diesen Magikor weg. So, weg ist er. Komme ich da schon hin? Oder muss ich dazu den anderen Weg laufen? Naja, wie dem auch sei, um diesen Wirbelsturm kümmere ich mich sowieso erst später. Drache und Larve, okay. Deswegen bleibt dieser Wirbelsturm erstmal noch da. Den will ich jetzt erstmal noch in Ruhe lassen und nicht weiter beachten. Ich will erstmal durch diese Wüste kommen, das ist gerade erstmal wichtiger. So, weg mit dir. Ich gehe mal hier runter. Ah, mich verfolgt ein Tornado. Was zur Hölle? Die Frage ist, wo der einfach mal herkommt. Ich will mich gerade erstmal darum kümmern, dass ich vor dem fliehe. Das ist aber richtig mies. Magikor kriege ich platt. Weg mit dir. Na, reicht leider nicht mit Klingengefahr. Nicht schlimm. Ach Gott, jetzt ist Garrett vergiftet.
Das muss ich auf jeden Fall heilen, weil das ist schon eine schwerere Vergiftung. Gut, und... Ich wollte gerade sagen, weiter ergreife ich die Flucht. Das klappt nicht. Dann wird Zeit für einen Regenschauer. Bevor ich gleich weggepustet werde. Eine Sturmechse. Oh, shit. Ich bin darauf nicht vorbereitet. Ich würde sagen, ich sorge erstmal dafür, dass wir Verteidigung kriegen. So, Hitzeaura. Widerstand ist auch nicht schlecht. Und den Angriff einmal senken. Genau. Erstmal eine Runde so machen. Gut, das war auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Wäre trotzdem mal besser gewesen, wenn ich entsprechend besser vorbereitet gegenüber diesem Gegner gewesen wäre. Orkan. Der darf einfach mal zweimal angreifen. Nicht nett. So. Machen wir Kiesel. Jetzt halt, dass wir auch ein bisschen Schaden anrichten. Genau, den Angriff einmal steigern. Jetzt muss ich wieder strategisch hier vorgehen. Doppelangriff in der nächsten Runde wäre natürlich auch nicht schlecht. Machen wir erstmal die heftigen Windstöße. Und einmal erstmal maximale Heilung für alle. Mit 53 Schaden. Hm. Das war ja nicht wirklich stark, Ivan. Okay, überlebt. Sehr schön. Ja, fast wieder alle topfit. Soweit so gut. Schnelligkeit? Nee. Ja doch, wir können die senken, aber... Kaum senken wir sie. Verkehrt ist es nicht, der ist sowieso schon so, dass er zweimal angreifen darf, was nicht geil ist. Ich kann das mal versuchen. Und heben wir die Teamschnelligkeit noch an. Eine KP auffüllen ist auch nicht schlecht. Auf geht's. Gut, so gut ist es jetzt nicht gesungen, aber egal. Ich habe ihn aber gelähmt, sehr schön. Dann kann die Echse jetzt erstmal nichts machen. Na gut, sauge ich mal deine KP aus. Blut, ja, die PP auffüllen ist auch nicht verkehrt, gerade weil Mia nichts mehr hat fast. Und dann machen wir noch den Doppelangriff. Ja, am besten für Isaac. So, Mia, du machst noch mal einmal heilen. Weil Ivan sonst wegstirbt. Wenn das Vieh wieder zum Angriff kommen sollte. So, danke für nichts. Egal. So. Tja, du kannst immer noch nichts machen, ne? Jetzt ist er nicht mehr gelebt. Ja, dann wird es jetzt Zeit für Beschwörungen, ne? Einmal Gericht. Achso, ich darf zweimal angreifen. Stimmt ja. Dann noch dazu Ragnarök. Meteor. Dann kommt noch Thor dazu und... Ich muss was einsetzen. Benutzen wir Quelle. Ich denke mal, das Vieh kommt sowieso vor mir dran, von daher... Ist das nicht die schlechteste Idee, diese Strategie jetzt so anzuwenden? Aber erstmal machen wir ihn Schmerzen. Vielleicht reicht das sogar auch schon. Na, immer noch nicht? Na gut. Aber wir sind viel schneller als er. Ja gut, ich habe auch seine Schnelligkeit gesenkt, ne? Und unsere gesteigert. Das vergaß ich für einen Moment. Okay, bleiben wir weiter in der Offensive.
Eruption habe ich jetzt sogar. Ja, bleiben wir bei Tornado noch und... Jetzt muss ich gut überlegen, wen ich heile. machen wir erstmal Isaac. Und hoffen einfach mal, dass ich das jetzt vielleicht schon platt kriege. Jo, wir haben's. Sehr schön. Ich hab's überlebt. Dann kann ich jetzt Mias Jinx erstmal hier... So, jetzt kann ich heilen. Wunschquelle. Okay, dann kann ich hier mal gucken, weil das sieht sich ja auch wieder sehr verdächtig aus. Enthüllung. Ein Psi. Energy Stein. Gut, haben wir das auch. Aber dieser Tornado ist und bleibt jetzt hoffentlich komplett weg. Bei so einem nervigen Boss zweimal zu bekämpfen, wäre schon übel. Okay, schnappt ihr euch. Nieder mit den Steinsoldaten. Ah, die sprengen sich selbst in der Luft. Was für nervige Scheißviecher. Okay, der wird jetzt auch nicht mehr lange stehen. Das heißt, ich darf schon wieder heilen. Egal, ich habe einen Synergy-Stein gefunden. Von daher passt das. Aber ich habe hier noch keinen Djinn gesehen. Und hier wäre schon das Ende der Wüste. Cosma ist nirgends zu finden. Ich frage mich, was geschehen ist. Sollen wir die Wüste nochmals durchsuchen? Oder zusehen, dass wir nach Lalivero kommen? Was meinst du, Isaac? Sollen wir weitermachen? Ich würde sagen, wir bleiben noch in der Wüste. Aber ich muss Barbys Befehle ausführen. Unser Wachposten liegt vor uns. Wir können Cosma den Wachen am Tor überlassen. Vielleicht sollten wir dann zuerst dorthin.